Ich sag euch, wie es ist. Das hier ist wieder ein ADHS-Video. Ich bin komplett zwiegespalten, was dieses Thema angeht, wie ich ja schon in der, glaube ich, heute, in der Folge von heute bei Baufeind und Kuttner besprochen habe. Weil immer wenn ich was mit ADS mache oder so Reels mit ADS, die ich super geil und gelungen finde, reposte, habe ich das Gefühl, dass ich Follower verliere. Nicht, dass ich die einzeln zähle, aber diese Zahl oben verändert sich dann. Und ein Teil von mir denkt sofort, auch ADS, fuck, ich nerv die Leute, Entschuldigung, Entschuldigung, dann mache ich lieber nichts. Und gleichzeitig bekomme ich aber, wie ich im Podcast sage, so viele Nachrichten von euch, die hart emotional sind und sagen, oh Gott, das hilft voll oder ich fühle mich nicht mehr so weird oder das hilft mir mit meinem Partner und mit meinem Kind, dass ich das nicht ignorieren kann. Denn es ist ja mein Thema und es interessiert mich mal mehr und mal weniger und heute interessiert es mich mehr, weil ich es heute unfassbar stark habe. Und manchmal nehme ich Tabletten und das ist besser oder ich habe es nicht so stark und so weiter und so fort. Es dominiert also nicht komplett mein Leben, aber eben doch. Und ihr wiederum folgt ja mir, weil ihr, so ist das doch, oder? Bock habt, Sachen aus meinem Leben zu wissen und dann will ich euch auch keinen Quatsch erzählen. Das ist mein Leben. Und jedenfalls bin ich immer hin und her gerissen zwischen, ich rede lieber nicht so viel drüber, das hassen die Leute und naja, aber das bin ja ich und dann I don't care. Plus, eine Sache will ich noch sagen, man muss es ja gar nicht selber verstehen. Es geht ja, also nicht haben, meine ich, um das irgendwie vielleicht angenehm zu finden. Denn mir schreiben auch wirklich viele Leute, die jetzt auf einmal Ex-Partner besser verstehen und Partner besser verstehen und so Leute, die einem wichtig sind. Und das hilft, finde ich, irgendwie auch. Denn ich verstehe jetzt auch andere Leute besser und bin nachsichtiger mit denen, wenn ich weiß, ah, der hat vermutlich die gleiche Sache. Der ist kein Arsch, der ist nicht faul, dessen Gehirn arbeitet nur gerade nicht. So, deswegen dachte ich, könnten sich das vielleicht auch nicht ADHSler angucken. Und ich habe einfach heute beschlossen, zu erklären, was ich für ganz typische Symptome habe und da auch ein kleines bisschen deeper zu gehen. Und Symptome, die ihr auch schon seit Jahren an mir kennt. Ich meine, angefangen alleine mit meiner Berufswahl. Richtig? Ich habe einfach immer mein ganzes Leben lang nicht gewusst, was will ich werden später. Alle wissen schon, es gibt ja so viel, muss man darüber nicht genau Bescheid wissen und so weiter und so fort. Und hatte das Gefühl, am liebsten möchte ich eigentlich nur ich selbst sein und rate, was ich beruflich geworden bin, ich selbst. Darauf basiert alles, was ich seit Jahren mache. Einfach nur auf mir und der Art, wie ich denke, dass Sachen cool sind. Das ist mein Beruf geworden. Allein das finde ich schon ein ganz schön gutes Zeichen. Was wirklich sehr typisch ist für ADS und worunter ich tatsächlich ein bisschen leide und auch Freunde von mir leiden, ist, dass wir erstens sehr, sehr viel reden und schnell reden, weil wir im Kopf schon so viel weiter sind als das, was wir gesagt haben. Daraus folgt übrigens auch, dass uns dauernd Worte nicht einfallen. Beim kleinen Fernsehballett habe ich mit Stefan mal darüber geredet, ob ich vielleicht ein ganz bisschen dement werde oder ob das nur das Alter ist, dass mir dauernd Worte fehlen. Aber inzwischen kapiere ich, dass in meinem Kopf ist einfach zu viel los. Ich habe keine Zeit, um jetzt einzelne Worte zu suchen. Deswegen erfinde ich irgendwie einfach welche, was man gut in meinen Romanen sehen kann. Und finde die dann auch fun genug, um sie einfach so zu behalten. Aber vor allem fallen sie mir oft nicht ein und man sagt dann wahnsinnig oft hier Dingens, 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 ich kann mir Namen nicht merken und so weiter und so fort. Also Ditte, aber das, darunter leiden die Leute gar nicht so sehr unter dem Schnellreden, zumindest nicht, weil es ja auch mein Job ist. Aber ich unterbreche mein ganzes Leben lang schon Menschen in Gesprächen. Immer. Ich kann es einfach nicht. Das ist eine Mischung aus Ungeduld, weil es uns entweder, und das ist gar nicht immer der Fall, entweder wirklich ein bisschen langweilt oder wir schon komplett verstanden haben, worum es geht und einfach schon weiter wollen, auch mit diesen Menschen weiter wollen. Deswegen unterbrechen wir oft aus Ungeduld, aber vor allem, und das wird immer ein bisschen unterschätzt, aus Empathie. Ich neige ganz oft dazu, im Gespräch zu sagen, ja, verstehe ich voll. Oder nur sehr kurze Geschichte von mir zu erzählen. Und da geht es gar nicht um das Bedürfnis im Mittelpunkt zu sein. Das habe ich trotz dieser Berufswahl tatsächlich gar nicht so sehr. Sondern es ist ein enormes Bedürfnis danach, dem anderen zu sagen, ich sehe dich, ich verstehe dich, ich bin bei dir. Man gibt quasi in diesem Gespräch das, was man selber gerne hätte, aber was andere Leute oft gar nicht machen. Und deswegen unterbreche ich alle Nase lang, nicht um das Thema zu wechseln, sondern um entweder hysterisch, ja, oder oh Gott, nein, 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 irgendwie mitzuspielen. Das ist also ein ADS-Ding, richtig klassisch für mich ist diese ganzen Verletzungen. Ich meine, ich habe seit 2013 war das, glaube ich, als ich mir den halben Finger abgesägt habe und auf Twitter damit kurz ein bisschen berühmt wurde. Eine Zeit lang war mein Upper Finger eine große Geschichte in den sozialen Medien,
weil ich ihn gepflegt und viel fotografiert habe und der Teil meines Weihnachtsfestes war, jetzt vor fast 10 Jahren. Wie ist das entstanden? Pure Ungeduld. Das war einfach nur Dämlichkeit von mir. Ich wollte einen Kauknochen, der extra stark ist für einen Hund, mit einem Brotmesser zersägen. Es macht in keiner Welt Sinn. Und ratet was, auch in meiner Welt hat es keinen Sinn gemacht. Ich erinnere mich, dass ich dachte, ach, come on, das kann doch nichts werden. Zack, habe ich mir die halbe Fingerkuppe abgeschnitten mit diesem Messer. Ne? Gleiche Geschichte, als ich neulich vor, auch an Weihnachten witzigerweise, ist das heute vor 4 Jahren gewesen? Vor 3 oder 4 Jahren habe ich versucht, ein Stück sehr dicken Stoff mit einer Stoffschere nicht zu schneiden, wofür Stoffscheren da sind, sondern mit der Schere durchzustechen. Einfach, weil ich zu faul war, um irgendwas anderes, was 1 Meter weit weg lag, zu holen. Dabei habe ich mir diese Schere in diesen Finger reingerammt. Notaufnahme, nähen, seitdem spüre ich dann nichts mehr, das ganze Pipapo. Ihr kennt doch all diese Posts. Ich baue was von Ikea auf, zack, stehe ich in einem Nagel drin. Warum stehe ich in einem Nagel drin? Weil ich keinen Bock habe, das vorher aufzuräumen, zu sortieren. Das ist so ein Impulsding bei ADHSern. Man denkt, ja, alles muss schnell gehen, wir lesen auch keine Bedienungsanleitung durch und verschwenden dabei viel mehr Zeit, während wir selber versuchen, das zu kapieren. Würden wir das nur einmal durchlesen, wäre der Scheißschrank richtig aufgebaut und man hätte nicht das und das kaputt gemacht, während man guckt, wie muss ich das drehen oder nicht. Ne? Einfach, weil es zu langweilig ist, eine Bedienungsanleitung zu lesen und wir deswegen lieber experimentieren und daraus folgend uns verletzen. Ich erzähle immer wieder die Geschichte, wie ich mir mit so einem Akkuschrauber in den Bauch gebohrt habe. Einfach, weil ich ihn extra falsch rum gehalten habe. Ich dachte, ich kann das doch so abstützen. Was soll schon passieren? Was soll wohl passieren? Ganz klassische ADS-Sache. Ich bin Meister auf Verletzungen aufgrund von Ungeduld, aufgrund von ich weiß schon, wie das geht, aufgrund von ich bin in Gedanken ganz woanders schon. Auf der einen Seite, das fand ich auch super interessant, ich habe ein wahnsinniges Bedürfnis nach Struktur. Ich finde das eigentlich richtig, richtig gut, genau zu wissen, was ich machen soll und nicht Sachen Entscheidungen zu müssen. Denn ich kann Entscheidungen wahnsinnig schwer treffen, weil die schon so durchdacht sind in meinem Kopf. Ne? Jede Entscheidung ist komplett durchdacht, abgeheftet, bewertet und so weiter und so fort. Ich weiß quasi zu viel über die Möglichkeiten und habe deswegen eben dauernd Gründe, diese und diese Entscheidung nicht zu treffen, weil ich so viele Gründe für die andere kenne und so weiter und so fort. Das ist unfassbar nervig. Und sehr, sehr, sehr problematisch und im Grunde sorgt das dafür, dass man im Grunde Struktur haben will. Einfach, weil alles eh schon so durcheinander ist in der Birne. Wer ist, hat man so ein Bedürfnis nach, dass Sachen gut und richtig und ordentlich sind, woraus auch so eine ganz merkwürdige scheinbar Ordnungsfetisch entsteht. Ne, das ist auch unterschiedlich von ADHSler zu ADHSler, aber ich habe so viel Unordnung in mir drin, dass es mir wirklich wichtig ist, dass mein Umfeld gut aussieht, also im Sinne von ordentlich aussieht. Gleichzeitig kann ich das aber nicht und deswegen neige ich dazu, das ist auch so ein krasses Symptom, das war so lustig, als ich das erfahren habe, einfach meine Unordnung schön zu stapeln, sodass es einfach nur sehr, sehr ordentliche Stapel sind und keine Unordnung mehr. Ich glaube, ich habe vor Monaten euch mal ein Foto aus meiner Küche geschickt, als super viel Abwasch rumstand und ich wirklich keinen Bock hatte, den abzuwaschen, ihn aber dann nach Genre sortiert habe. Ne? Erst alle Teller und das Besteck, sodass es dann einfach sehr klein, sehr übersichtlich aussah. Im Englischen gibt es dafür einen Namen, den ich vergessen habe, irgendwas Piles. Also man tut im Grunde so, als hätte man aufgeräumt, dabei hat man nur lauter kleine Haufen, die alle irgendwie angeblich Sinn haben. Ja, Mann! Und ganz am Ende ist, und darunter leide ich wirklich ein bisschen, weil das schwer zu vermitteln ist und weil einem das eine ganze Menge Schuld gibt, ist tatsächlich eine gewisse soziale Inkompetenz. Ich habe Freunde, so ist es nicht. Und ich mag Freunde und ich habe gute Zeiten mit Freunden, aber ich habe oft nicht die Energie für Freunde, weil Freunde für mich nicht nur oder auch so generell Soziales. Viele Menschen sehen Partys, selbst meine Familie. Ich kann das nicht gut lange, also wirklich nur eine Stunde und ich freue mich fast nie drauf, sondern bin immer teilweise so ein bisschen, oh, das wird bestimmt anstrengend und zwar nicht wegen den anderen Leuten, sondern wegen mir. Ich tue mich schwer in sozialen Umfeldern, einfach weil ich so an bin. Ne, ich komme in einen Raum, ich sehe in Sekunden, wer alles da ist, wie es jedem Einzelnen geht. Ich versuche den gesamten Raum zu lesen, innerhalb von Sekunden passiert das, ohne dass ich das plane in meinem Kopf. Und passe mich dann komplett meinem Gegenüber und meinem Gesprächspartner an. Ne? Ich will, dass der eine gute Zeit hat, ich bin empathisch, ich höre zu, ich unterbreche, ich bin richtig am Start. Im Grunde ist das, meine Freundin Sandra hat das mal gesagt, bevor wir wussten, dass das ADS ist, hat gesagt, dass das eigentlich auch wie so eine Performance ist. Ne? Das ist Arbeit. Ich performe dann, also ich bin das auch, aber ich könnte es auch weniger sein, ich performe eine gute Freundin, die zuhört und die
sich Gedanken macht und all das stimmt. Das ist nämlich auch das Ding. Selbst wenn ich nach einer Stunde da rauskäme, was selten der Fall ist, bin ich dann die nächste Stunde damit beschäftigt, die Probleme, die der andere Mensch mir erzählt hat, zu durchdenken, über den nachzudenken oder auch die schönen Sachen, die die erzählt haben. Ich denke dann super viel an die und will noch was sagen und komme stundenlang nicht runter. Und weil man aber eben so beschäftigt ist in sozialen Interaktionen und gleichzeitig so ein Bedürfnis nach Ruhe hat, weil wir eh komplett kaputt sind von all der Zappeligkeit in unseren Körpern und Gehirn, wollen wir eben viel, viel früher gehen, als es heutzutage Standard ist, sich zu treffen. Man trifft sich ja nicht für 45 Minuten, aber ich wäre mit 45 Minuten fein, ehrlich gesagt. Aber Sachen gehen halt immer 2 Stunden oder so, anderthalb, mindestens 2 Stunden, kann ich nicht, habe ich schon versucht, ich bin so kaputt danach, so dass man also entweder anfängt zu lügen und Freunden erzählt, das Baby schreit, oder ihr wisst schon, was ich meine, so Sachen, dafür fühlt man sich aber schlecht, die Wahrheit zu erklären, macht aber auch nicht Sinn, habe ich schon versucht, mit super freundlichen Nachbarn, sorry, ich fühle mich irgendwie sozial leer, habe ich damals gesagt, und das klingt alles falsch und es klingt kacke und es klingt, als würde man seine Freunde nicht leiden können, aber das stimmt nicht. Ich kann mich nur nicht oft bei denen melden und ich vergesse regelmäßig SMS und so weiter und so fort. Also es ist tatsächlich eine soziale Inkompetenz und deswegen finde ich das auch wichtig, euch zu sagen, denn es geht ja nicht nur darum, dass ihr euch dafür bitte nicht so schämt, sondern einfach anerkennt, dass der Hirnstoffwechsel ein bisschen durcheinander ist und dass man da sowohl mit Medikation als auch nur mit Therapie durchaus ein paar Sachen machen kann. Aber das Wichtige ist tatsächlich das fucking Verständnis. Ne? Wenn das die Leute mehr wissen, dass es wirklich manche Sachen nicht möglich sind oder in uns drin so viel los ist. Sowas wie zum Beispiel, hatte ich darüber schon mal gesprochen, so ADHS-Paralyse. Ne? Das ist, wenn so Leute wie wir, manchmal liegen wir irgendwo und all die Sachen, die noch gemacht werden müssen, stehen in unserem Kopf an und machen Lärm und machen Druck. Und wir können uns nicht entscheiden, womit wir anfangen müssen oder wollen, denn wollen tun wir eigentlich nicht, denn die meisten Sachen, die man machen muss, machen keinen Spaß. Und dann entsteht im Kopf tatsächlich so ein Druck, dass man sich nicht mehr bewegen kann. Ne, man könnte sich natürlich bewegen, wenn es brennen würde, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, aber man ist dann einfach so gefangen. Und nach außen sieht es halt einfach aus nach Faulheit. Und das ist scheiße, weil Faulheit so schlecht besetzt ist. Aber da gibt es einen Unterschied. Faule Menschen sind Menschen, die keinen Bock haben auf das, was sie eigentlich machen müssen. Und ADHSler können es einfach nicht machen. Die wollen wirklich dringend, aber sie kriegen es nicht hin. Das ist wirklich ein Unterschied. Und natürlich bin ich ab und zu auch faul im Sinne von nö und so. Aber es gibt wirklich Momente, wo einen das einfach fucking paralysieren kann. Und das ist furchtbar. Und vielleicht habt ihr das auf dem Schirm mit Freunden und Bekannten und so. Es geht ja überhaupt nicht um Medikation und es geht überhaupt nicht um, keine Ahnung, den Zeigefinger, sondern dass es manchmal einfach hilft zu wissen, mein Gegenüber ist kein Arsch oder weird, sondern dessen Gehirn funktioniert ein bisschen anders als so ein gängiges Gehirn. Und das ist oft übrigens auch ziemlich cool, weil wir dafür super witzig sind und super albern und super, super schnell und sehr, sehr gute Detektive werden. Und ich meine, ich habe 4 Romane oder so 4 geschrieben auf ADS, ohne es zu wissen. Und wisst ihr, wie es sich geäußert hat? Ich habe Mängelexemplar in 2 Monaten geschrieben. Hyperfokus. Einfach gedacht, sollte ich mal ein Buch schreiben? Sofort ein Buch geschrieben, das Gefühl gehabt, das war gar nicht viel Arbeit. Deswegen ein schlechtes Gewissen gehabt übrigens. Mein Leben lang gedacht, irgendwie fällt mir Arbeiten gar nicht so schwer. Dann ist meine Arbeit sicher nicht besonders gut. Einfach weil es in einen Bereich gefallen ist, der mir gut stand und den ich gut machen kann. Ne? Also wir schreiben dafür Bücher und denken uns weirde Sachen aus und sind sehr, sehr, sehr lustig. Aber in uns drinne ist es wirklich ein bisschen müde und anstrengend. Und es wäre super cool, wenn ihr vielleicht anfangen könntet, dafür ein ganz kleines bisschen Verständnis zu haben. Wir sind wirklich lieb und wir geben uns große Mühe und manchmal ist aber alles.